Hey Skat-Freunde, seit gestern läuft die 21. offene Skat-Weltmeisterschaft. Das Maritimhotel hier in Berlin brummt wie ein Bienenstock. Fast 800 Skatspieler haben sich versammelt, um in 15 Serien um den Einzug ins große Finale der besten 16 zu kämpfen. Drei Serien wurden gestern schon gespielt. Mein Start persönlich ausgesprochen frustrierend. Vier Spiele habe ich in der ersten Serie verloren, habe schon wieder alles erlebt, was das Skatspielerherz zwar kennt, aber nicht unbedingt braucht. Vier Asse in der 10, ein Bube, den Grang verloren, weil zwei Asse auf Abstich standen und in meinen ersten fünf Spielen original viermal gegen fünf Trumpf angekämpft. Dafür war ich mit vier verlorenen Spielen noch ganz gut bedient, aber es war erstmal ein klassischer Fehlstart. Inzwischen habe ich mich wieder auf 3.300 Punkte hochgekämpft. Damit könnte noch ein bisschen was gehen. Aber es braucht hier einen sehr hohen Schnitt. Ich packe euch die Ergebnislinks hier mal unten rein. Da könnt ihr alle Skatspieler verfolgen, könnt sehen, dass im Moment das Feld angeführt wird von Walter van Stegen. Über 5.000 Punkte hat der schon vorgelegt. Sicher ein heißer Favorit fürs Finale der besten 16. Doch es gibt noch viele weitere Topspieler hier, die oben mit dabei sind. Also bleibt dran und schauen wir mal, was die nächsten Tage zu bieten haben.